Redner ist der Kollege Michael Leutert für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, Sie haben gerade ein Bild angesprochen von dem kleinen Jungen in Aleppo, der mit dem blutverschmierten Gesicht da sitzt. Ich will nur daran erinnern, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit schon einmal so ein Bild. Das ist der kleine Alan Kurdi, der am türkischen Strand tot aufgefunden wurde, weil er die Flucht nicht überstanden hatte. Und das Traurige an der Sache ist, dass wir jedes Mal solche Symbolbilder haben, dass einen diese Bilder bewegen und dass wir aber in der eigentlichen Lösung der Konflikte bisher nicht weitergekommen sind. Und da bin ich auch etwas verwundert über den Haushalt, der uns hier vorgelegt wird. Wir haben im Jahr 2015, vor einem Jahr, hier einen Haushaltsentwurf von Ihnen gehabt, und zwar unter dem Eindruck der Konflikte, die wir alle kennen. Also Syrien, Irak, IS. Der IS hat den Terror nach Deutschland gebracht, gerade im letzten Jahr. Ukraine, Afghanistan wird überhaupt nicht mehr so oft genannt. Und damals gab es einen Vorschlag für einen Haushalt von 4,4 Milliarden Euro. Und da hat das Parlament gesagt, das reicht nicht aus. Und wir haben noch einmal 400 Millionen draufgelegt. 4,8 Milliarden hatten Sie zur Verfügung, eine Rekordsumme. Und selbst das langt ja nicht, wie wir jetzt seit gestern wissen. Es gibt ja ein Schreiben dazu. Und jetzt, in der gleichen Situation, einige Konflikte haben sich verschärft. In Europa, Brexit will ich nur nennen, oder in der Türkei, der versuchte Putsch und all die Folgen, die damit zusammenhängen, und auch das militärische Eingreifen der Türkei gegen die Kurden in Syrien. All das führt dazu, dass wir jetzt einen Entwurf haben von 4,6 Milliarden, also 200 Millionen Euro weniger als im laufenden Jahr. Und da muss ich mal sagen, das passt einfach nicht zusammen. Das geht so nicht. Dem können wir auch nicht zustimmen. Und da ist natürlich klar, man merkt schon den Wahlkampf etwas dabei durchblicken. Es ist logisch, ein CDU-Finanzminister schenkt Ihnen nichts mehr. Aber genau damit wird das, was Sie immer vorhalten, in der Öffentlichkeit konterkariert, nämlich international mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist genau das Gegenteil von Verantwortung übernehmen. Und damit ist es auch der schlechteste Haushaltsentwurf, der bisher in der Legislatur hier vorgelegt wurde. Wir können nicht ernsthaft bei gleicher Problemlage, bei gleicher Konfliktlage weniger Geld für zivile Außenpolitik ausgeben, zumal wir ja mittlerweile wissen, und ich glaube, da sind wir uns einig, dass jeder Konflikt eine politische Lösung bedarf. Und zumal ja im Übrigen das Geld auch da ist. Ich will nur daran erinnern, das Verteidigungsministerium bekommt dieses Jahr oder soll dieses Jahr 2,3 Milliarden Euro mehr bekommen. Das ist exakt 50%, was Sie an Gesamtetat für Ihre Außenpolitik im zivilen Bereich zur Verfügung haben. Ich gehe davon aus, dass wir als Parlament auch dieses Jahr hier nachbessern werden und den Etatansatz erhöhen müssen. Und ich hoffe, mittlerweile ist es ja so, Sie hatten die Türkei schon angesprochen, dass Beschlüsse des Bundestages ja durchaus eine außenpolitische Komponente bekommen können und zu Irritationen führen können. Ich hoffe, dass sich von diesem Beschluss des Bundestags dann niemand distanzieren muss. Und Herr Steinmeier, weil Sie die Türkei hier so angesprochen hatten, dass wir Sie als wichtigen Partner brauchen, und was die Distanzierung von der Armenien-Resolution des Bundestages betrifft, die Kanzlerin hat eine Entscheidung getroffen. Sie haben die nicht allein getroffen. Als Kabinettsmitglied sind Sie aber dafür auch mitverantwortlich. Und natürlich, die Kanzlerin muss das mitentscheiden. Sie hat die Richtlinienkompetenz. Das ärgert mit Sicherheit einige, besonders in der Union derzeit. Aber von dieser Richtlinienkompetenz hat sie ja hin und wieder auch mal einen guten Gebrauch gemacht. Sie hat ja durchaus Entscheidungen getroffen, die von Pragmatismus und Vernunft getragen wurden. Ich will hier nur mal den Atomausstieg, Abschaffung der Wehrpflicht, Einführung Mindestlohn oder eben die Frage offene Grenzen für Menschen in Not. Das sind ja Entscheidungen, die sie mitgetroffen hat. Aber wenn es eben um die Türkei geht, da habe ich das Gefühl, dass die Vernunft abhanden kommt. Das ging los beim Flüchtlingsdeal. Der Flüchtlingsdeal ist zustande gekommen in einer Erpressungssituation. Die Türkei hat gesagt, wir helfen euch nicht bei der Problematik Flüchtlinge, wenn ihr uns nicht die Visafreiheit gebt. Wenn im Übrigen dieser Deal gelten soll oder wenn darauf hingearbeitet wird, frage ich mich, warum wir die 4 Millionen im Haushalt zur Sanierung der Visastelle in Istanbul benötigen. Die können wir dann auch einsparen. Und wer sich einmal erpressen lässt, der lässt sich eben auch nochmal erpressen. Und jetzt haben wir die gleiche Situation.
Die Türkei sagt, wenn sich die Bundesregierung nicht von der Armenien-Resolution distanziert, dann dürfen wir Parlamentarier unsere eigenen Soldaten, die eine Parlamentsarmee sind, nicht im Einsatz besuchen. Und zwar bei einem Einsatz, wo die Bundeswehr dazu beitragen soll, den IS zu bekämpfen, eine Terrororganisation, die auch Anschläge in der Türkei verübt hat. Und wo die Bundeswehr im Übrigen Informationen liefern soll, das ist der Auftrag, den die Bundeswehr dort hat, für die internationale Koalition, um mit den Bodentruppen, mit den Verbündeten, also auch den syrischen Kurdinnen und Kurden gegen den IS vorzugehen. Und die Türkei kämpft noch militärisch gegen diese Kurdinnen und Kurden. Also ich sage mal, ist eine völlig absurde Situation, die da entstanden ist und dass sich die Bundesregierung dem sozusagen ergeben hat, das halte ich für ein riesengroßes Problem. Es ist absurd. Die Bundeswehr gehört meines Erachtens in diesem Fall aus der Türkei abgezogen und wir dürfen uns eben nicht erpressen lassen. Und im Übrigen, wenn es der Bundesregierung peinlich ist, was wir als Parlament beschließen, ja, dann muss man eben im Bundestag vielleicht mal drüber nachdenken, ob wir andere Mehrheiten hier benötigen für eine Regierung, der das nicht peinlich ist. Vielleicht hätten wir dann hier im Parlament auch Mehrheiten für mehr Mittel in der Flüchtlingshilfe, für mehr Mittel für Abrüstungsmaßnahmen oder bei der Menschenrechtsförderung oder eben wir hätten mehr Mittel in der Krisenprävention. Und wissen Sie, Herr Minister, eine Sache noch. Wenn ich mir anschaue, letztes Jahr standen wir alle unter dem Eindruck bei den Haushaltsberatungen der massenhaften Fluchtbewegungen, die bei uns in Europa angekommen sind. Wir standen unter dem Eindruck der brutalen Anschläge des Islamischen Staates in Paris. Und damals ist etwas passiert, wo ich gedacht hatte, wir haben nämlich für das Auswärtige Amt, was so meines Erachtens noch nicht vorgekommen ist, 1 Milliarde Euro mehr bewilligt, als vom Kabinettsentwurf beantragt wurde. 1 Milliarde mehr. Und da hatte ich so das Gefühl, das ist so ein Hauch, wie wir sind uns hier im Parlament einig. Wir wissen, es ist eine sehr, sehr brenzlige Kollege, Situation. Leute, wir müssen Sie etwas denken tun, an die wir müssen mehr Redezeit. Tun. Aber das ist alles verflogen. Wir haben heute eine Situation, Sie legen einen Haushaltsentwurf mit 200 Millionen Euro weniger vor. Und ich kann es nur noch mal betonen, der Wahlkampf schimmert schon durch. Das ist schade, weil das nicht Verantwortung übernehmen ist, sondern genau das Gegenteil von Verantwortung übernehmen. Für die CDU.